Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute befassen wir uns mit dem Begriff der Heilpädagogik. Was ist das eigentlich? Welche Werte und Prinzipien sind in der heilpädagogischen Arbeit besonders wichtig? Und in welchen Arbeitsfeldern sind Heilpädagogen tätig? Wenn du heute neu auf diesem Kanal bist und dich gerade in der Erzieher- oder auch Kinderpflegeausbildung befindest oder du allgemein Interesse hast an der Erziehung und der Arbeit mit Kindern, dann lade ich dich dazu ein, den Kanal zu abonnieren und mich zu begleiten. Du findest jeden Sonntag ein neues Video auf meinem Kanal. Los geht's und viel Spaß! Im Zentrum der heilpädagogischen Arbeit steht die Bildung, Erziehung, Förderung und Therapie von Kindern und Jugendlichen, die entweder von einer körperlichen, geistigen oder seelischen Entwicklungsbeeinträchtigungen betroffen sind. Um Kinder mit Beeinträchtigungen, Behinderungen oder Störungen angemessen zu fördern und zu unterstützen, muss ich sie in erster Linie ganz wichtig verstehen. Und heilpädagogisches Wissen hilft uns dabei. Was versteht man also unter dem Begriff Heilpädagogik? Heilpädagogik ist eine wissenschaftliche Disziplin der Pädagogik. Sie beschäftigt sich in der Theorie und Praxis mit Menschen, deren Entwicklung unter erschwerten Bedingungen verläuft. Ganz wichtig hierbei ist, es geht nicht um die Behebung eines Defizits, sondern um die ganzheitliche Förderung des individuellen Menschen in seinem gesamten sozialen Umfeld. Dies inkludiert die Rücksichtnahme seiner persönlichen Eigenarten und Begabungen. Denn auch kranke, behinderte oder entwicklungsverzögerte Menschen haben große Fähigkeiten. Ziel demnach ist es, die Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, die Entfaltung und die Lebensgestaltung der Person zu unterstützen, um eine höchstmögliche Lebensqualität zu ermöglichen. Hierbei werden verschiedene Ansätze, sowohl medizinische, therapeutische als auch pädagogische Unterstützungen mit einbezogen und ergänzt durch Ansätze wie der Spieltherapie, der unterstützenden Kommunikation, des Mobilitätstrainings oder des heilpädagogischen Reitens. Jeder Mensch ist individuell, weshalb die Heilpädagogik als ein weiteres Ziel hat, jedes Individuum am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Eben durch die Unterstützung von inklusions- und integrationsfördernden Maßnahmen, damit eine optimale Lebenserfüllung und Lebenstüchtigkeit von Betroffenen gewährleistet werden kann. Welche Werte und Prinzipien vertritt die Heilpädagogik? In der heilpädagogischen Arbeit geht es um Beziehungsbildung. Fachkräfte arbeiten über und mit der Beziehung zum Kind. Außerdem beinhaltet die heilpädagogische Haltung die Achtung der menschlichen Würde, Unvoreingenommenheit, Geduld, Gelassenheit und eine individuelle Betrachtungsweise jedes Kindes und Jugendlichen. Klar im Vordergrund steht die Wertschätzung, die sich in Toleranz, Echtheit und emotionaler Wärme widerspiegelt. Die Heilpädagogik setzt sich außerdem mit anderen Wissenschaftsbereichen auseinander, wie die der Psychologie, Sozialpädagogik oder der Soziologie. Demnach beinhalten heilpädagogische Aufgabenbereiche Folgendes: die individuelle Begleitung, Förderung, Beratung, Information, Aufklärung sowie Assistenz, Hilfe und Pflege der Kinder und Jugendlichen. In welchen Arbeitsfeldern sind Heilpädagogen tätig? Nicht nur die Aufgabenschwerpunkte, sondern auch die Einsatzorte der Heilpädagogen können sehr unterschiedlich sein. Sie arbeiten unter anderem in Behörden, Kliniken, Arztpraxen, Werkstätten, in HPTen, den sogenannten heilpädagogischen Einrichtungen, aber auch in Frühförderstellen, in schulvorbereitenden Einrichtungen oder Integrationseinrichtungen, im Wohn- und Pflegeheim sowie in Beratungsstellen. Als Heilpädagoge musst du mit Wochenendarbeit, Schichtarbeit, Nachtschichten, aber auch mit Bereitschaftsdienst rechnen. Das ist keine Seltenheit. Dies gilt vor allem für die Arbeit in Wohn- oder Pflegeheimen, da die Kinder rund um die Uhr betreut werden müssen. Anders aber kann es schon ausschauen in Kindertagesstätten oder in Arztpraxen, wo die Arbeitszeiten meist geregelt sind. Ich hoffe, ich konnte dir das spannende Feld der Heilpädagogik etwas näher bringen. Hast du noch Fragen? Dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben für das Video, wenn es dir gefallen hat, oder ein Abo auf meinem Kanal, freue ich mich sehr. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!